Herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Ultimate Team. Und jetzt werden wir sehen, werden wir nach dem Spiel aufsteigen, den Titel holen oder nicht. Weil aufgestiegen sind wir ja schon. Und zuerst noch die Aufstellung bearbeiten, den Sims reinwerfen und los geht's. Gegen den FC St. Gallen. Und dann auch so schwarz Trikot. Sicher theoretisch auch, aber ich weiß nicht, wie es zum Entscheiden ist. Und wir werden die Folge aufsteigen und jetzt mal schauen, ob Nina macht. Macht Nina! Streller! Superstürmer! Und Goal! Bobadilla hat Goal gemacht! Yeah! Und der Natter auch. Herzlich willkommen im Stadion. Und jetzt haben wir wieder diese schöne Ungewissheit. Wir spielen immer noch und Frank Buschmann sind Ihre Kommentatoren. Ja, und wir freuen uns auf Manni, hoffentlich klasse Fußball. Schon für Tage. Da mal in der zweiten Minute. Und er macht ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Ja. Aber an dieser Stelle du hast recht, erwähnt Manni natürlich wunderbar. Zweite Minute Goal. Geschichte. Da und wenn du einen Kopfballschlag Mann hast, dann musst du es nutzen. Ich glaube, ich habe schon die letzte Minute, weil es eben so knapp war. Ich hätte mir vielleicht irgendwie, glaube 2-0-1 gehabt. Ja, da hat mich dann auch genervt. Hast du 2-0-1 gehabt? Nein, es ist schon die dritte Minute. Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Sehr natürlich schon frech. Oh, nein. Sie führen sofort aus. Dani ist spät reagiert, aber er dribbelt. Und da versucht er den Ball zu bekommen. Da, oh, Dagger, renn. Jetzt kämpfen Sie um den Ball. Ja! Sag's ihm, Satz gibt den Goal. Knapp vorbei! Knapp vorbei! Irgendwie 3-4 Meter dran am Golf vorbei, aber knapp vorbei! Und 5 Meter, keine Ahnung. Ah. Kann er sich den Ball holen? Puh. Oh, den hat er verzogen! Ist ja besser so. Für Sims. Schöner Pass! Das ist schon klasse, wie der Verteidiger schießt. Ja, das gibt einen Eckball. Versuch's, Beckham. Und da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Ich glaube, Dragovic ist sie. Die Verschwendung eines Eckballs. Ja, Dragovic. Weil, Frey, was machst du? Was ist denn das? Ja, es gibt einen Wurf. Da kann er durchlaufen, macht möglich. Da könnte passen! Das muss Penalty geben. Fälscht den Ball ab, das hat wehgetan. Das muss die Penalty geben. Mensch. Was ist das? Dann wird er von oben bam und unten runter. Komm, was macht eigentlich Dragovic davon? Oh, Streller, setz dich doch durch. Wenn du. Wieso will ich die ganze Luzern sagen? St. Gallen eigentlich der. In der zweiten Minute schon das Goal kassiert hat, jetzt gerade im Moment fangen sie sich, kommen langsam. Sie haben zwar die ganze Zeit Ballbesitz, also jetzt gerade im Moment, aber irgendwann kommen wir wieder und dann geht's Goal. Ich bin optimistisch. Und dann bringt er den Fuß noch dazu. Danke! Oh, Frey. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen.
einfach mal hässig auf einen Controller rumdrücken und dann irgendwie. Ein Traumpass. Hätte man sofort bearbeitet. Das zweite Tor auf den Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht. Schön, auch hier wieder, der Wille ist da. Da kommt noch was. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das sieht gut aus. Das könnte was werden. Oh, was für eine Chance. Ja, so kann es weitergehen. Und das jetzt geht's gut. Richtig gut. Du hast jeden noch. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Ist der gut. Es gibt Eckball. Alter! Das gibt erneut Ecke. What the? Und er versucht mit dem Kopf. Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Oh, Mann. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Alle wünschen sie es sich und die haben es gemacht hier, das berühmte schnelle Tor. Ja, und das macht bisher hier eben den Unterschied und das merkt man auch an der Körpersprache. Oh, ich habe doch nicht... Ganz cool. Oh, ja, wie... Auf der Gewölle, Mensch. Verdammt. Er grätscht ihn ein. Komm schon, setz du. Und die Kugel Alter, bist du nicht fähig, machen. Ich mache Druck, dass er eine Flanke macht, der andere läuft weiter und dann plötzlich, wo er raus ist, dann plötzlich rutscht er natürlich aus. Ja, da kommt was auf uns zu. Die Gäste wollen wechseln, beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es so weiter. Sie sind so optimistisch, dass sie denken, ach, ich habe es nicht nötig auf den, der gerade nicht spielt. Es ist ja viel zu einfach. Wieso nicht auf den, der wieder wegsteht? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Trainer, er will taktisch noch mal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Schön, mach's, er kriegt hier Unterstützung. Bitte. Und per Kopf. Das wird nicht problematisch, das wird nicht gefährlich für den Gegner. Nee, überhaupt nicht. Das hätte ein Kopfball werden können. Aber ich habe doch gewusst, es wird Gegner. Und der Titel für sie wieder alles andere als sicher. Manni, und jetzt gibt es nur noch eins. Ab nach vorne. Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Goal. Applaus. Applaus. Aber besser kann man das nicht machen. Die Ecke genau dahin, wo sie hin muss, und der Abschluss überragend. Ein super Tor. Und es entwickelt sich jetzt eine Möglichkeit. Danke. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Der Kopfball. Und da gewinnt er das Kopfballduell. Wie meistens. Unglaublich, wie stark er da ist. Und sprachlos. Für kaum eine Abwehr auf diesem Planeten ist das zu verhindern. Wir dürfen jetzt und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ja, faul. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut. Wenn ihn die Kaltaste drückt. Klasse Zuspiel. Guck mal hin. Großes Fußballkino. Ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Na, no, renn du! Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Nein, du kriegst nicht meinen Ball. Ich schieße jetzt. Ganz, ganz weit weg vom Tor. Und trotzdem ein klasse Schuss.
Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Er hat es mal versucht. Er sieht schon eigenartig aus, aber das ist das Entscheidende. Er hat klären können. Tony, das macht und! Jo, da ist die Hombra. Charles offen, wir sind spät. Ich glaube dich. Gut, nun. Dieses festgefahrene Spiel geht jetzt in die letzten Minuten und die Mannschaft wird sicher alles dafür tun, noch ein Tor zu erzielen. Und sich so heute den Titel zu sichern. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, das finde ich auch sehr fail von der Engine. Du willst normal spielen, tut vielleicht einfach mal in eine andere Richtung. Und du sagst Pass. Rechts und er passt unten. Und so Sachen. Muss man ihm sehr sagen. Was soll das? Oder auch vom PC her, also der Computer, CPU. Dass du am Gesell, weißt du, einfach mal irgendwo anbewegt wird, muss sagen, es gibt keinen Sinn. Und jetzt haben wir Goal. Es Goal, es Goal. Wir feiern im Goal. Das 86 Minuten. Wir warten jetzt den Titel gewinnen, aber dafür wir wegen der FCB spielen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Ja. Los am Ende. Wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, oh, das kann besser. Und jetzt muss es schnell gehen bei diesem Abstoß. Jetzt muss ich defensiv machen, das Blöcke. Und nun Bobadilla. Er versucht, den Ball abzugreifen. Und jetzt bin ich mal gespannt, das ist vielleicht schon die Leute, letzte Chance. Fault euch dagegen. Liegt doch mal in der Luft. Simpson führen. Bobadilla läuft. Jetzt ins Tor. Oh, das wäre jetzt. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Wir sind knapp gewonnen sind auch 3 Punkte. Schlussresultat 2:1. Ich freue mich. Einen Keks. Eine perfekte Spielzeit. Besser hätte es nicht laufen können. Der Aufstieg allein war ihnen nicht genug. Sogar den Titel hat man noch gegriffen. Ja, da haben wir. Strelle. Beilotti. Ich glaube, Stoppsla oder irgendwie so. Tage. Und jetzt wird vorne. Nochmal ein nerviger Klingelton. Kann man gerne aufnehmen. Aber ich will Geld sehen. Als Tage ist natürlich Man of the Match. Today. Der heißt Stocklaser. Ich hätte es fast richtig gesagt. Aber nur fast. Und wir sind aufgestiegen. Das heisst, es geht Köln. Du hast den Titel geholt. Ausrufezeichen. Okay. Oh. Ja, wirklich Saisonschwierigkeit. World Tour. Oh, da müssen wir gegen Basel. Gegen Basel. Ach, glaub das nicht. Ach komm, ich nehme die Liga. Und wenn wir gegen Basel müssen, dann nehme ich den. Ich habe 50.000 Geld, wo ich gekauft habe. Ich fahre immer. BAMS! 40.000, ja! Dum, 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 dum. As a guy.
lonely tonight. It's some, we're on when we come. Ich freu mir nen Keks, ich wiederhole mich immer. Und jetzt gehen wir in den Shop und wir nehmen ein Special Set. Vielleicht. 30.000. Nein, wir nehmen dieses Special Set. Wir gehen mal duschen, Blut. Training spielen. Höchstpreis 50.000. Ich habe noch nie so viel Geld gehabt. Juhu, ich freue mich. Ich weiß, das sieht mir nicht schlimm. Ah, gehört mir nicht schlimm. So Depri. Ich freue mich. Auf eine Art. Ich fresse deine Kinder. Schokolade. Und Mindestpreis 30.000. Und jetzt mal schauen. Nein, das Hure habe ich schon. Von Percy, das ist mir zu teuer. Von Gohan. Brüchte ist mir zu teuer. Oh, der Benjat. Oh, das wäre so geil. Jeff, auch wenn schon Team of the Season. Das ist ja Hammer. Awesome. Die sind mir zu teuer. Oh, ich will doch nicht Salami. Mein Sander. Wer ist denn das? Team of the Season, aber ich habe keine. Ich habe nie einen Finn oder Ajax. Also ja, die holländische Liga. Ebert. Den habe ich schon, aber jetzt. Ich habe 50.000 für ihn als Starting. Ich muss nicht überlegen, wenn es dann durchgelaufen ist, habe ich nicht mal auf 40.000 den Abgang. Ah, oh, da war auch nicht. IF, aber nein. Pardon. Bart. Kann ich nicht. Ja, wenn es so schnell geht, dann ist auch nur, weil ich auf die Schwarze schaue, weil die Goldspiele die kriegst du meistens billiger. Damianovic. Erstens, ich kann mir nicht leisten und zweitens, ich brauche ihn nicht. Ich hätte zwar eine koreanische Mannschaft, aber brauche ich nicht. Harnik, den kriegst du für irgendwie, glaube ich, 10.000 hinter dir geworfen. Pjanic, glaube ich, auch. Kier brauche ich nicht. Pazzini ist mir zu langsam. Morales und Lidon Bock, den kann ich nicht brauchen. Guilherme auch nicht. Varane, der ist mir eben. Jo, mit 65 Tempo ist langsam halt. Was ist sie? Aus. Sie ist sie? Oh, wo ist sie denn jetzt? Wo ist das? Der ist gewechselt in der russischen Liga. Gar nicht gewusst. Pinilla brauche ich nicht, da habe ich genug Stürmer. Gamero habe ich schon normal und der sitzt bei mir auf der Ersatzbank. Aber der Ware auch nicht, brauche ich nicht. Sigurdsson brauche ich auch nicht. Nein, Michu brauche ich auch nicht. Den Bräune brauche ich eh nicht. Die brauche ich auch nicht. Kiesling, wenn schon Team of the Season. Und Joa brauche ich auch nicht. Hugo Beina aber auch nicht. Aber es ist um die 40.000 für Nebert, ja. Oh, der Monreal. Das ist jetzt nur eine Überlegung wert. Aber ich habe eigentlich genug Linksverteidiger. Da war ich eigentlich schon wieder als Linksverteidiger. Aha, der Philippe Luis. Brauche ich nicht, die Bayer brauche ich auch nicht. Miguel Sancho. Nein. Hangeland auch nicht, Benitez auch nicht. Wie viel wird der? Ups, um die 40-50.000. Ja. Oh, Trevayer. Brauche ich auch nicht.
Oh, ich habe Van der Wiel und so. Aha, Mada, noch nie gehört. Guzman brauche ich auch nicht, Baumann auch nicht. Jetzt schau mal bis zu einer Stunde. Das ist auch gut. Benjate ist auch so um 50.000 Euro wert. So, Wert. Sie verkaufen ihn. Wert hat sich weniger. Oder mehr, keine Ahnung. Sergio Sanchez. Jetzt mal heißen. Ach komm, bis 57 und dann. Oh, Paulinho. Den wollte ich mal, wollen, wo ich meine brasilianische Mannschaft hatte. Schöne Jagd, dort bin ich glaube ich FIFA 09, glaube ich, da bin ich Fan von ihm gewesen. Schon wieder Ebert, die werfen hinten hoch, anscheinend. Alle oh, Diego Costa, nein, Diego Costa, nein. Mbokani. Noch nie gehört. Grenier, habe ich auch noch nie gehört. Seiner kann ich gesagt bis zur Seite 50, aber auch egal. Ach, dann gibt es halt keinen Spieler. Und jetzt haben wir mal die der Woche. Du siehst, es ja, ist jeden Mittwoch. Jetzt neu und jetzt halt. Überall halt Saison fertig ist und so. Jetzt halt auch. Was haben wir heute eigentlich? Fertig. Kann sein. Keine Ahnung. Ja, weil jetzt halt überall Saison fertig sind, ist halt eben hast so Silber, hast Bronze und, oder halt eben als brasilianische Liga hast halt so Gold, wie da zum Beispiel die Pato, die Seedorf, die Guilherme, der Dingsbums und der Alessandro. Ja, der heisst Dingsbums. Ich habe Dingsbums getauft. Und wir werden uns. Oder warte mal. Was ist das? Aha, Transferphase. Ja, zum Beispiel das Disco, wo zu Real Madrid gegangen ist. Jesus Navas zu Man City. Aubameyang zu Dortmund. Was da finde ich geil, dass der zu Dortmund gegangen ist. Und ach, wie heißt der? Jetzt erstmal schauen. Zuerst mal den ganzen Preis haben. Wow. Bei Dortmund, wie heißt der? Ich habe keine Ahnung, was für eine. Nein, Nation hat keinen Wert. Weiß ich nicht mal wie. Ja, Sokratis ist natürlich gewechselt zu Dortmund, aber Ding. Oh, der Reus! Was? Für gut 1,4 Millionen. Ja. Yeah. Ah, da zum Beispiel. Aubameyang. Für 150.000. Ich habe zwar noch einen alten Verein. Ach, wie heißt es schon wieder? Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Saint-Étienne, glaube ich. Dort haben wir einfach den Französischen. Wo ist jetzt? Oder uns hier. Muss ich ja nicht haben. Nein. Position. Mittel. Ja, es ist schon wieder. Ach, dort neu da. Ist der LM. Auch als es der LM war. Oh, ZOA. Wir schauen nochmal. Und ich habe 5000 Münzen gekriegt, ich weiß. Oh, der Willi. Ich habe zu wenig Geld.
Na, der Schnittelle. Scholz hätte oder? Der wird auf der Schaukia Donetsk gewachsen. Zu Dortmund. Transdenon übrig da. Kommt da möglich sein. Mal Nationalität durch. Ich kann mit. Möglich, dass die. Mit dem Foto. Kadrian oder irgendwie so etwas. Nein, nicht Mauritius, nein. Ja, Mauritius. Inside wissen, wieso ich lache. Nein, nicht du kommst. Nein. Nur so dreischen. Ach, sieht das wie das PC ist. Oh, Armenien, jetzt, Hannis. Schaust du alles durch? Mensch. Halt allgemein auf der Welt. Sorte. Was? Ach, Mensch. Silber. Ist dabei. Ach, ich sag's euch in der nächsten Folge. Und irgendjemand wird verkauft. Das ist Lucio. Ach, in der nächsten Folge wird. Dann wüsst ihr dann Bescheid. Dann mal ein bisschen da. Da ist zum Beispiel meine deutsche Mannschaft. Hier mit dem Reus, mit dem Götze. Auf den Satz habe ich halt auch noch ein paar Dortmund. Spieler. Ja, ja. Nein, das natürlich nicht. Was mit der Schmerze? Auch noch nicht zu toll. Lässig. Aber warum schaue ich mal die S? Aber wenn jetzt so Tante wird, da der Alaba, dann hätte ich 100. Das geht auf den Tag. Schluss. Ah, stimmt so. Ja. Und aber ein bisschen nicht mehr. Aber durch den einen. Und dann mal schauen, mit welchem ich den nächsten Fall spielen. Entweder mit Italienischen oder der Französischen oder Spanischen. Ja, mit Spanisch, eindeutig. Da habe ich jetzt zum Beispiel noch den Kedira gekauft oder den Busquets, den Isco natürlich. Oder Juanfran. Die Isco wäre natürlich. Hätte ich einfach. Hier.
Und jetzt mit dem Benyat und mit dem Xabi Alonso habe ich grüne Verbindung. Und wenn ich jetzt noch Real Madrid wäre, dann hätte ich mit Benzema, Higuain und Khedira auch nochmal grün. Aber ich lasse mal den Modric, weil der ist eigentlich besser. Und Jose Gallego kann ich eigentlich auch noch. Und da sehen wir eigentlich, Isco ist halt einfach zu wenig schnell, schlechter im Schießen und schlechter im Kopfball, dafür ist besser im Dribbling, passen auf Verteidigung. Und ja, Verteidigung ist eigentlich immer etwas Wichtiges. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also bis zum nächsten Mal.